meine Lieben, also ich wurde gestern gefragt, ob ich euch mal meine Wickeltasche zeigen kann. Und zwar, wie ich sie packe, wenn ich zum Beispiel irgendwie shoppen gehe oder generell mit Dennis unterwegs bin eine längere Zeit. Ja, wir haben eine ganz normale schwarze Wickeltasche, die ist nicht allzu groß und ziemlich schlicht, auch vom Aufbau drin her. Wir haben ein großes Fach und ja, die ist von meinem alten Kinderwagen. Und was ich sehr praktisch finde, ist, dass sie hier diese Knöpfe hat. Da kann man diese zusammen machen und dann kommt hier halt, ist es das hier halt am Griff und dann kann sie nicht wegrutschen am Kinderwagen. Das finde ich super praktisch, weil die meisten Taschen liegen dann fast auf dem Boden, weil sie halt ganz runterrutschen. Das ist wirklich unpraktisch und ja. Ich würde mir bald, glaube ich, neu kaufen, weil die passt nicht mehr so gut zum Tortonia. Aber noch reicht sie für uns auf jeden Fall. So, ich würde sagen, wir fangen an. Und los geht's. Also, hier drin haben wir, ja genau, einmal mein Portemonnaie. Das ist natürlich immer dabei, wenn wir zum Beispiel shoppen gehen oder so. Dann Lennox Kuscheltier, den Hasen, den kennt ihr schon. Sein Schnulli, den hat er meistens eigentlich im Mund oder im Kinderwagen oder so. Eine fertige Flasche mit Milch drin. Ja, unser schönes Kleiderpaket. Das werde ich euch gerne mal genauer zeigen. Und zwei Windeln von Pampers, die Newborn. Die finde ich sehr toll. Und ein dünnes kleines Paket Feuchtücher von Butni. Ja, also, dann zeige ich euch einmal unser schönes Kleiderpaket. Ja, das habe ich eigentlich immer dabei, wenn wir unterwegs sind. Falls man einfach mal umziehen muss. Ja, und zwar haben wir hier die Säckchen. Die sind, ja, ich pack's einfach mal aus. So. Das ist zum einen super praktisch, weil man halt jetzt alles parat hat, wie man das Kind halt auch anziehen muss. Und es ist halt einfach viel platzsparender verpackt, als wenn man jetzt alles einzeln zusammenlegen würde und alles in die Wickeltasche reinlegen würde. Ja. Hier haben wir einmal einen Pulli. Das ist jetzt ein Kleidungspaket, was ich ihm in dieser Jahreszeit jetzt, also im März, anziehen würde. Ja, auch sehr schlicht und sehr einfach, falls man ihn halt wirklich schnell draußen umziehen muss. Haben wir eine Jogginghose dabei und ein Langarmbody. Ja, und natürlich die Söckchen und eine Mütze. Ja, ich zeige jetzt einmal, wie ich das zusammenlege alles, damit es halt diese coole Rolle wird. Und zwar legen wir die Hose mit dem Hosenboden hier auf den Rand des Bodys. Das heißt, so wie das Kind es auch anhaben würde. So. Dann der Pulli oben drauf. Die Söckchen kommen gleich. Die Mütze kommt entweder hier in die Mitte oder hier oben. Das kann variieren. So, fangen wir an. Wir klappen die Ärmel so ein. Legen die Söckchen hier so rein mit der Öffnung. Nach außen. Hier auch. Dann klappen wir die Hosenbeine hoch. Und den Body nehmen wir dann so. Und das ist so der Anfang zum Einrollen. Das heißt, wir rollen es so einmal ein. Gucken, dass alles genau so in die Mitte läuft. Halt, wenn hier irgendwie was rausguckt, was so ein bisschen, drücken wir das so ein bisschen rein. Und rollen es einmal so ein. Und dann wird es ein bisschen schwer. Weil wir müssen diese Sockenöffnungen jetzt hier rumstülpen. So. Und das Ganze auf der anderen Seite auch. So, und schon ist es fertig. Und das ist wirklich sehr platzsparend. Denn wenn man das alles zusammenfalten würde, jetzt wäre das schon so ein Haufen. Und ja, so ist es einfach perfekt praktisch. Und man kann es super leicht ausrollen und dann ist es fertig. Ja, und Leute, das war unsere Wickeltasche, wenn wir rausgehen zum Beispiel. Ja, vielleicht manchmal ist so mein Handy mit drinne. Oder halt irgendwie ein Spucktuch für Lennox, aber das Spucktuch hat er jetzt im Kinderwagen. Und ja, deswegen ist eigentlich das alles, was wir so drin haben. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, gerne in die Kommentare. Und wenn ihr Videovorschläge habt, auch immer gerne in die Kommentare. Und bis zum nächsten Mal.